Hallo Freunde und willkommen zurück zu Two Point Hospital. Wir spielen weiter in Fluttering und möchten unsere 3 Sterne haben. Ganz einfach. Scheint nicht so einfach zu sein, wie ich das gerne hätte. Wir tun erstmal noch hier einen Kurs direkt starten. Denn was mir aufgefallen ist, die Reiche der Krankenhausstufe 12. Bisher habe ich diese Krankenhausstufe... Expansion erhöhen, baue mehr Zimmer und stelle mehr und besseres Personal ein oder bilde bestehende Mitarbeiter weiter aus und befördere sie. Wie gesagt, bisher ist mir aufgefallen, dass ich immer stetig, wenn ich neue Ärzte eingestellt habe, die es geschafft habe. Ja, das ist schön, das möchte ich aber gar nicht wissen. Das mit den Einstellungen ist auch so ein Ding. Die haben sich seit dem letzten Spiel komplett zurückgesetzt. Ich weiß nicht warum. Und ich krieg diese online, ja, mit meine Freundesliste und meine online Herausforderungen da unten angezeigt. Das möchte ich aber gar nicht. Ich habe allerdings schon hier in den Einstellungen, schauen wir nochmal rein, nicht, dass sich dort was geändert hat, die Beraternachrichten nur höchste Priorität gesetzt. Gut, die könnte ich jetzt einfach auch mal ausschalten. Ich habe sogar die Online-Sichtbarkeit ausgemacht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Oder ob das dem Spiel so wichtig ist, dass ich das erhalte. Dass ich das halt bei jedem Flickflack erhalte. Naja. Wir werden sehen. Gut, jetzt ist es natürlich so, dass ich eben... keine Ärzte einstellen muss. Gut, jetzt vielleicht, wenn hier jemand ist. Scheint nicht so. Da scheint auch keiner zu warten. Doch jetzt zum Megascanner. Okay, da habe ich jetzt gerade keinen Arzt. Vielleicht könnte ich da einen einstellen, der das kann. Der Löffel zum Beispiel. Das mache ich. So. Also ich könnte jetzt auch wahllos Ärzte einstellen und Pfleger und so weiter und so fort. Das ist aber überhaupt nicht mein Ding. Und mein Ding ist es auch nicht, irgendwie sinnlos Räume zu bauen oder sinnlos Sachen hinzustellen. Hauptsache, ich erreiche diese Krankenhausstufe. Und ein bisschen möchte ich das doch aus dem Spiel raus erreichen. Nun gut, wir werden sehen. Wir können das mal ein bisschen schneller laufen lassen. Ja. Die sind ja alle schön am Reparieren. Das ist eigentlich alles, sieht alles gut aus. Wir haben auch hier... wie war denn das? Die Info. Eine Gesundheitsinspektion. Das ist doch mal was. 4 Patienten schlechtes Bauchgefühl. Ja, das ist kein Ding. Das machen wir noch. Was ich noch schnell schauen möchte. Wie war denn das? Muss ich gerade mal überlegen. Ich weiß, ihr würdet jetzt gern wissen, was ich meine. Beförderung, natürlich. Den bezahlen wir auch gleich ein bisschen mehr. Wie das war, dass mir die Warteschlange anzeige. Sag mal, jetzt geht's ja aber ab. Eile 10 Patienten. Ja, das kriegen wir wohl noch hin. Dann lasse ich mein normales Tempo hier laufen. Das, so blinkt das ja die ganze Zeit. Übersicht, genau da war das. So, wahrscheinlich wird das nämlich auch zurückgesetzt worden sein, unsere Richtlinien. Warteschlange für Warnung, genau, das setzen wir hier auf 4. Schnellbehandlungsentscheidung. Überschreitet automatisch zur Warnung schicken. Ja, natürlich. Untätige Mitarbeiter verlassen das Zimmer, das ist mir eigentlich egal. Weiterbildungsnachrichten benötigen wir. Mitarbeiter dürfen automatisch befördert werden. Ja, doch, dann müssen wir sie nicht manuell befördern. So, Patienten. Das sieht doch super aus. Also das hier. Definitiv, oder? Das hier, aber wir könnten die Richtlinie sogar ein bisschen hochsetzen. Ich denke 95% ist super. So, jetzt hoffe ich, ich habe das... gemacht, ohne
Nee, okay, da ist nur ein Zurücksetzen-Button, okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen bange gehabt. So, wir haben nochmal einen Arzt, und zwar einen Chefarzt hier. Der könnte auch Radiologie machen. Wir könnten den aber ein bisschen spezialisieren. Das werden wir jetzt aber in dem Fall einfach nicht tun. Ja, der macht jetzt auch Radiologie. Dafür stellen wir einen von uns rein, der das macht. Und dann werden wir im anderen Krankenhaus oder so die anders befördern. Genau. So können wir nämlich hier sehen. Wenn wir jetzt 4 Leute in der Warteschlange hätten, dann würden wir dafür vielleicht ein neues Zimmer bauen. Aber aktuell Krankenhausaktivität auf 70%. Ah ja, wir haben jede Menge Wünsche hier. Personalstimmung ist gerade gefallen. Aha, okay. Ja, dann müssen wir nachher wieder ein bisschen vielleicht das Geld anpassen bei den meisten. Wie sieht's aus mit dem Lohn zum Beispiel? Ja, ist da irgendeiner rot? Nein, keiner rot. Aber wir könnten einfach mal alle steigern. So. Okay. So, das ist der Flüssigkeits... ist der da? Nee, das ist der Medikamentenmix. Das ist der Flüssigkeitsbeschleuniger. Okay. Also wenn die Forschung hier vorbei ist, können wir dieses Gerät hier upgraden. Super. Sondermeldung. Ich habe alle 4 Patienten geheilt. Ja, das ist doch geil. Das gefällt mir. So, die Beförderung hier ist auch durch. Jawohl, der hat Radiologie gelernt. Wir haben keinen mehr, den wir weiterbilden können. Okay. So. Das könnte ich hier noch einen dritten. Ich könnte es ausprobieren. Ich probiere es einfach mal aus. Befund der Begutachtung interessiert uns aktuell überhaupt nicht. Ich suche hier noch so einen Forschungsschreibtisch. Jetzt, wo ich nämlich alle... So. Stellen wir einfach nochmal was hin. Das Ding pimpen wir ja gleich. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eigentlich... Also klar, wir könnten gleich nochmal ein weiteres Projekt starten. So. Welches nehmen wir denn am besten? Eins, wo nicht so viel Quatsch brauche. Wir gehen wieder auf Upgrade. Was wäre denn das nächste Upgrade? Wäre das Spritzenhaus... Spritzenhaus. Haben wir das hier überhaupt? In diesem Krankenhaus haben wir kein Spritzenhaus. Nein, haben wir nicht. Dann nehmen wir doch was anderes. Dann nehmen wir doch den Megascanner oder die Radiologie. Egal, wir nehmen den Megascanner. Und geben dem am Upgrade. Da wird man schon ein bisschen ungeduldig, muss ich sagen. Also ich würde jetzt am liebsten wirklich einfach Ärzte planlos einstellen. Aber ich habe doch gar nicht so viele Patienten. Weil hier vorne ist ja auch kaum was los. Der ist ja schon hier. Die Vera Regenbogen. Ah, hier haben wir nochmal so ein Ding hier. So ein komisches Fletsch. So, Forschung abgeschlossen, das weiß ich. Ja, das Ding hier wird abgegradet. Flüssigkeitsanalyse. Wenn ich jetzt keine Meldung mehr über die Beförderung bekomme, dann weiß ich gar nicht, wann jemand befördert ist und wann ich jemand ausbilden kann. Ist jemand gestorben schon wieder? Nee, ist nur fehlgeschlagen.
Nun gut. Toll, das Ding ist abgegradet. Flüssigkeitsbeschleuniger 2. Sehr cool. Okay, was machen wir? Bauen wir noch irgendwas Sinnloses? Können wir noch irgendein Objekt bauen? Unser Kudosch ein bisschen. eine Schneeperson wäre doch super. Die würden alle gerne Pause machen. Pausenraum ist doch gar nicht so viel los. Doch, da ist schon einiges los. Ja, nun gut. Ich würde sagen, wir haben hier unten auch schon erweitert, aber wir können jetzt natürlich... Was können wir denn machen? McKakerlaks. Wir stellen nochmal jemand ein, und zwar nochmal einen Assistenten. Und ein Hausmeister vielleicht. Das brauche ich gar nicht, Mechanik. Ja, nee, das brauche ich nicht. Wenn, dann brauche ich das hier. So. Dann machen wir es halt so. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es ist einfach immer nur ein Schnack bis zum nächsten Stern. So, Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Bei dieser Sache haben sie gezeigt, dass sie das Potenzial anderer Leute zum Vorschein bringen können, wie Blut, das sie aus Stein pressen. Dieses Wunder müssen sie wiederholen, wenn sie das nochmal schaffen wollen. Mit wohlriechenden Grüßen. Ja, wir können einen Deprimator und den Herzraser upgraden damit. Und ich würde sagen, bevor wir die Karte wechseln, machen wir das auch. Diese 2 Gerätschaften können wir upgraden. Tappitapp. Ich liebe Upgrades. Zack, zack, zack. Zur Flüssigkeitsanalyse. Ja, der ist ja auch wieder ganz neu. Also da muss er jetzt auch... Da muss schon jemand ran an die Buletten. Oh, hier. Jetzt kriegen wir hier eine Warteschlange. Ja, da fehlen uns auch ganz plötzlich die Ärzte, wie es scheint. Was haben wir hier? Notfallstation. Ja, natürlich. Da sind sie, unsere Stationspatienten. Das sind nur 2. Ist aber noch mickrig hier in Fluttering. Aber das schaffen wir wohl. Betten haben wir genug auf jeden Fall. Ja, sie wird da gern rein. Ja, ist ja schön. So. Muss man den Herren und Damen auch noch die Decke zurückziehen? Nee, da kommen mehr. Da kommen nochmal. Oh, da kommen nochmal welche. Na, jetzt geht's doch los. So, Personalherausforderungen, ja. Ja, jetzt haben wir hier nämlich 6 Patienten, die warten. Das hätten wir vorher wissen sollen. Dann hätten wir einfach nur eine Station gebaut. Wir können auch jetzt noch eine Station bauen, aber... Aber, das schaffen die schon. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und sobald diese 2 Geräte hier ihr Upgrade haben, würde ich sagen, gehen wir weiter und schauen uns mal um auf der Map, was wir noch benötigen wollen. Wir haben echt einen ausgezeichneten Ruf hier. Also wirklich. Hammer. Ja, da warten jetzt schon 5 Leute am Herzraser. Sollte mal ein bisschen sich hier beeilen. Holy Moses. Ja, da haben wir ein Bettchen frei in der Station. Wunderbar. Der Herzraser hat sein Upgrade.
fehlt nur noch das Zelt. Der Deprimator, glaube ich. Heißt der? Ja, unsere Stationspatientin. Na, der geht jetzt in die Pause. Mittendrin. Der kann doch jetzt nicht in die Pause gehen. Okay, jetzt kommt der andere. Ist wahrscheinlich wieder Maus. Nee, Poppy Mob. Alles klar, Poppy Mob macht das zu Ende. Das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir hier noch eine Patientin, sehe ich das richtig? Die haben wir nicht geschafft. Okay. Sondermeldung 7 von 8. Ja, und das war die letzte, bei der wir es nicht geschafft haben. Ja, die Hausmeister sind noch gerade ein bisschen in Action mit den Upgrades. Aber die Pop kriegt das hin. Super. Gut. Ja, wunderschön. Hier haben wir eigentlich alles soweit, wie wir es haben wollten. Wir gehen mal zurück auf die Karte. Und schauen uns mal hier ein bisschen um. Stone Age, hier haben wir ein bisschen einen Sender, hier haben wir eine Brücke. Ja, alles da. Was mir auch aufgefallen ist, hier bewegt sich das auch alles, das ist richtig cool. Dieses Rad. Interessant, das sind kleine Luftballons steigen hier auf. Ja, super. Genau, hier haben wir auch schon 3 Sterne. Wir können jetzt ein ganz neues Krankenhaus anfangen. Ja, was heißt ganz neu? Also es ist schon freigeschaltet, aber dieses hier in der, weiß ich nicht, was ist das? Pampa? Wir schauen mal rauf. In Dumble. Behandle die verschiedensten Brüche und Schrammen auf diesem subalpinen Spielplatz, dem Mittelpunkt des Countys für Wandern, Angeln und Stürze. Ganz wichtig, die Stürze sind da ganz wichtig, denn die sollen wir ja auch behandeln. Na, dann starten wir doch mal und schauen uns das an. Tumble. Krankenhaus von Tumble. Willkommen in Tumble. Dieses Kleinstadt zieht Touristen aus dem ganzen County an, die dort die Tumble Ridge erklimmen und durch die Tumble Downs wandern. Zu unserem Glück kommt es dabei jährlich zu hunderten Knochenbrüchen. Katsching! Wir müssen eine Frakturstation bauen, um all die Verletzungen behandeln zu können. Ich würde den Bau einer normalen Station und weiteren essentiellen Zimmer empfehlen. Sorge mit Heizkörpern dafür, dass niemand frieren muss. In Tumble sind regelmäßig seismische Aktivitäten zu beobachten. Deshalb sollten wir die Erdbebenwarnung im Auge behalten. Wir werden außer dem Hausmeister brauchen, die sich um etwaige Schäden kümmern. Okay, schön, eine neue Herausforderung. Hier in Tumble. Ja. Temperatur. Ja, das weiß ich ja schon. Dass es dort kalt ist. Ja, wir schauen uns das mal ein bisschen von oben hier an. Sehr schön, hier können wir auf jeden Fall Grundstücke kaufen. Okay, hier sind ein paar Häuschen. Häuschen, 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 Häuschen ringsrum. Auf jeden Fall Platz ein bisschen. Wunderbar. Tja, dann würde ich sagen, wir starten nächstes Mal direkt hier in Tumble und holen uns den ersten Stern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.